Heute lade ich Sie ein zu einer neuen Videoserie. Dieses Mal ist mein Gast Frau Professor Dr. König und das Hauptthema sind die Mitochondrien. Und die Kernbotschaft ist am Ende, was sind eigentlich mitochondriale Dysfunktionen? Frau Professor König, wir arbeiten ja schon die letzten 6 Jahre sehr intensiv zusammen. Aber mich kennen die Zuschauer meistens, Sie noch nicht so sehr. Sie haben 2 Professuren. Was tun Sie eigentlich? Also ich habe einmal eine Professur noch. Also ich bin angegliedert am Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und an der Universitätsklinikum in Leipzig, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Und gut, ich habe Chemie, Biologie und Medizin studiert. Eine Frage ist natürlich, Sie brennen für Mitochondrienmedizin. Was treibt Sie an? Schauen Sie sich mal die Organellen an, die Mitochondrien. Ohne Mitochondrien überleben wir nicht. Wir brauchen die Energie. Mitochondrien sind verantwortlich, dass wir überhaupt jetzt sprechen können miteinander, dass wir in Urlaub fahren können, dass wir Freude haben, dass wir überhaupt auf dieser Welt sind, einen Spaß haben, also sie sind wichtig. Und die Mitochondrien müssen funktionieren, wenn wir gesund sein wollen. Ja, also wir können auch nur eine Erkrankung heilen oder ja, am besten heilen, wenn die Mitochondrien intakt sind. Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Gerade die Patienten, die hier in die Praxis kommen, haben häufig eine Latte von Laborwerten oder auch bildgebender Diagnostik, die im Wesentlichen unauffällig ist und werden dann sehr schnell in die psychosomatische Ecke gestellt. Und durch die Analyse der Mitochondrienfunktion, insbesondere ja auch mit den Blutplättchen, die ja dem Stoffwechsel der Nervenzellen vergleichbar sind, sieht man dann doch sehr objektiv und dass diese Patienten eben nicht spinnen und nicht an einer Klatsche haben, sondern dass man sie wirklich auch hier valide betreuen kann und dass die eingeschlagenen Wege, wenn man das nach 4, 6, 8 Wochen nochmal kontrolliert, dann eben auch weiterverfolgt oder korrigiert werden können. Die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zelle, das haben wir im Biounterricht alle mal gehört. Wir wissen, das, was wir essen, muss umgewandelt werden in ATP. Die meisten haben gehört, okay, das Ganze ist so eine Art Elektronentransportkette. Am Ende kommt eine Knallgasreaktion, es kommt irgendwie Kohlendioxid und Wasser dabei raus. Und es gibt einen Nobelpreis dafür, Robert Mitchell hat den bekommen. Und Coenzym Q10 ist ganz wichtig und Carnitin für die Fettverbrennung hat auch eine ganz wichtige Funktion. Und dann hört es bei den meisten eigentlich zum Thema Mitochondrien schon auf. Mitochondrien haben also nicht nur etwas zu tun mit der Energiebereitstellung zu dem Zeitpunkt, wo wir sie brauchen, sondern Mitochondrien machen noch eine ganze Menge anderer Dinge. Was nämlich? Also Mitochondrien werden die Kraftwerke unserer Zellen genannt, wurden so genannt. Das heißt, sie haben Energie hergestellt, das weiß man. Das ist immer noch so, aber die Mitochondrien machen noch ganz, ganz viel anderes. Sie regulieren die gesamte Zelle, was sie zu tun hat, ob sie neue Baustoffe herstellen muss, ob sie jetzt einer anderen Zelle einen Befehl geben muss, ob die jetzt Produkte machen müssen, ob sie sich vermehren müssen. All das machen Mitochondrien. Ob eine Zelle nicht mehr funktionsfähig ist und abgeschafft werden soll, also sozusagen verdaut wird und eine neue entstehen muss, ob Stammzellen aktiviert werden, all das machen Mitochondrien. Bei allen chronischen Erkrankungen müsste man dann doch eigentlich an eine mitochondriale Dysfunktion denken. Ist das nicht immens wichtig, dass eigentlich Patienten über ihre Mitochondrien Bescheid wissen? Ja, also die Mitochondrien, Sie können durch die Mitochondrienanalytik sehen, wie stark sie schon geschädigt sind. Ob es nur wenig ist, ob es doll ist, ja. Und aber auch, was sie tun können. Also sie geben ihnen schon Signale an der Funktion her, ob es nur ein paar Mineralstoffe fehlen oder ob sie doch etwas mehr tun müssen. Mitochondrienfunktion ist die Grundlage jeglicher Zellfunktion, außer in roten Blutkörperchen haben alle Zellen Mitochondrien, also ist auch der gesamte Körper davon betroffen. Wenn die Mitochondrienfunktion verbessert werden kann, dann kann sich im Grunde genommen jede Zellfunktion verbessern. Die Funktionsreserve kann im Grunde genommen mobilisiert werden. Dieses Testverfahren, was uns das ermöglicht, das ist ja jetzt eigentlich nur über Sie zu beziehen. Das hat ja hier in Europa kein anderer bisher etabliert. Wo kommt dieses Wissen her und was treibt Sie an, das uns zugänglich zu machen? Also es ist kein Hexenwerk. Es sind sicherlich mindestens 40, 50 Jahre intensive Forschung, die als Grundlage für diese Teste zur Verfügung stehen. Es machen sehr viele Forschungsgruppen, machen das, aber Sie wissen doch, es dauert immer sehr lange, bis eine Erkenntnis dann umgesetzt wird in die tägliche Medizin und wir sind nun mal die Ersten.
Und ich glaube auch, dass jetzt inzwischen erkannt ist, auch von sehr vielen, dass die Mitochondrien essentiell sind für alle chronischen Erkrankungen, also auch eine Neurodegenerative nehmen, dass Diabetes, denn, entzündliche Erkrankungen, ob sie jetzt Darmerkrankungen nehmen, aber auch das ganz große Gebiet der chronischen Fatigue-Syndrom eigentlich auch auf der anderen Seite. Also das, was Otto normal als ich stehe mir richtig im Saft oder ich habe ein Burnout-Syndrom bezeichnen würde. Genau das, ja. So, nachdem Sie nun wissen, wie Mitochondrien grundsätzlich ticken, möchten wir Ihnen in der nächsten Woche erklären, welche Basisparameter man nehmen kann, um grundsätzlich etwas über die Mitochondrienfunktion aussagen zu können.